Stirb, Versunkener. Jawoll. Was hat denn der dabei? 5 Gold, ein Rohrfisch, eine Muschel, Ring der des Inquisitors erhalten. Und er geht einfach wieder zurück. Entermesser, Mix, Rohrfisch. Ich habe jetzt wieder ein bisschen Gold. 470 Gold. Das war schon komisch. Ich hätte jetzt wirklich nicht gedacht, dass so etwas dabei rauskommt. Ja. Es war ein bisschen strange jetzt. Ich habe es jetzt nur durch die Hilfe von dem Herrn hier geschafft. Von Blake. Ja. Die Mission ist also fertig. Jetzt muss ich den nur noch abgeben bei Boos. Ja, Spielstand wurde erstellt. Ein bisschen Ruhm eingestrichen, auch Gold und Fisch und so weiter. Kann ich alles zu meinem Proviant hinzufügen? So, Boos. Ich werde dir jetzt mal erzählen, was Meeks ist. Meeks war ein Verräter. Was sagst du da? Er hat Kontakt zu einem Versunkenen aufgenommen. Hast du die beiden erledigt? Ja. Ich wusste, dass diesem Dreckskerl nicht zu trauen ist. Wenn er gemeinsame Sache mit den Versunkenen macht, kann das nur eins bedeuten. Garcia, dieser niederträchtige Sohn einer Schlange, steht auf Maras Seite. Ich habe mich bisher aus dem Krieg der Piraten rausgehalten. Aber wenn Versunkene und tiefe Wesen nach Takarigua kommen, dann bedeutet das großen Ärger. Eins sage ich dir. Lässt Garcia sich hier nochmal blicken, werde ich ihm den Schädel einschlagen. Hier, das ist für dich. Und erzähl Stahlbart davon, wenn du es noch nicht getan hast. Er sollte darüber Bescheid wissen. Okay. Jetzt auch noch hier schön Gold eingestrichen. Das finde ich super. Könnt mich ruhig weiter bezahlen. So, Lagerfeuer. Erstmal hier rohen Fischbraten und das Fleisch. Gut. Haben wir wieder 4 Proviant dazu bekommen. Und jetzt gehen wir mal zu Stahlbart und Petty. Worauf trinken wir? Mal sehen, wir? Was Stahlbart zu dieser Aktion so, sagt. Du hast dich also an meine Tochter rangemacht. Das ist eure Sache. Aber du bist bestimmt nicht hier, um Inquisitionsschiffe zu kapern. Also, was willst du? Ich suche die Waffe gegen den Kraken. Genau wie ich. Und was hast du mit der Waffe vor? Ich werde das Mistvieh zur Strecke bringen. Gut gesprochen. Aber die Titanenharpune ist nicht nur eine Waffe gegen den Kraken. Sie ist eine Waffe gegen Mara selbst. Errungenschaft, es gibt ihn wirklich. Was weißt du über Mara? Sie ist einer der Titanenlords. Und der, der zurzeit die Waffe trägt, dient ihr. Wenn wir ihn uns vornehmen, wird sie nichts unversucht lassen, uns zu töten. Ich kann's kaum erwarten. Was genau ist die Titanenharpune? Das Wichtigste ist, ich weiß, wer sie hat. Und ich weiß, wo wir ihn finden. Doch es wird kein Spaziergang, sie zu holen. Also werde ich dich nur mitnehmen, wenn ich davon überzeugt bin, dass du ein Teufelskerl bist. Man erzählt sich, du bist verflucht. So. Erzählt man sich auch von den Seeschlangen, die ich erwürgt habe? Und? Bist du's oder bist du's nicht? Würde es dich davon abhalten, mit mir zu segeln? Ich suche diese Waffe, und wenn ich mit Verfluchten segeln muss, um sie zu bekommen, dann werde ich das tun. Auch wenn du selbst verflucht wirst? Hör zu, ich bin verflucht, und jeder, der mit mir segelt. Willst du immer noch mitkommen? Sicher, habe ich denn eine Wahl? Ich weiß nur gerne, worauf ich mich einlasse. Das will ich dir sagen, Mara. Hetzt uns den Abschaum der Meere auf den Hals. Aber wir lassen uns nicht so einfach umbringen. Warum will Mara uns umbringen? Jeder, der nicht ihr Untertan ist,
ist ihr Feind. Und ihre Feinde rottet sie aus. Und wann bist du ihr Feind geworden? Als ich mich entschlossen habe, nicht ihr Untertan zu werden. Dann bist du ihr schon begegnet. Junge, du stellst zu viele Fragen. Wenn du mit mir segeln willst, musst du dir das unbedingt abgewöhnen. Okay. Wer ist Captain Garcia? Hab ich dir nicht gesagt, du stellst zu viele Fragen? Nur diese eine noch. Na gut, Junge. Ich will ehrlich mit dir sein. Du hast ja einen ziemlich ungünstigen Zeitpunkt ausgesucht, um Pirat zu werden. Es gibt nämlich Krieg unter den Piraten. Ich hörte davon. Unterbrich mich nicht. Die Kapitäne Garcia und Crow haben sich mit Mara verbündet. Crow bekam dafür die Titanenharpune und Garcia die Knochenhand. Also sind wir hinter Crow her. Es gibt kein Wir, bis ich davon überzeugt bin, dass du's drauf hast. Deine Tochter vertraut mir. Und ihr wart in Puerto Sacarico. Welchen Weg hast du eingeschlagen? Durch den Dschungel oder über den Pass? Den Dschungelweg. Den gefährlichen also. Das spricht für dich. Obwohl du damit Patty unnötigen Gefahren ausgesetzt hast. Wie kann ich dich überzeugen? Reicht es, wenn ich dir sage, dass ich einen Feuertitan besiegt habe? Oder muss ich mich prügeln, saufen und Schätze finden? Das ist schon mal ein guter Anfang. Wenn du es irgendwie schaffst, dass wir endlich unseren Rum aufs Schiff kriegen, bist du schon so gut wie an Bord. Was war denn da am Strand los? Du hast Meeks erledigt? Und einen Versunkenen, mit dem er gesprochen hat. Der Mistkerl Meeks hat uns an Mara verraten. Hab ihm eh nicht getraut. Er gehörte früher zu Captain Garcia. Gut gemacht, Junge. Um den ist es nicht schade. Du hast dich mit Morris auf den Kampf eingelassen. Aber du hast ihm seinen Hut zurückgegeben. Gut. Okay. Wie sieht's dann aus? Nimmst du mich an Bord? Nimmst du mich an Bord? So, dann lass mich mal nachdenken. Dass meine Tochter dich mag, macht dich noch nicht zu einem Teufelskerl. Du siehst der Gefahr ins Auge. Morris, hast dich den Versunkenen gestellt. Was ist jetzt? Das reicht mir noch nicht. Wir sind ja noch eine Weile da. Lass dir was einfallen. Beeindrucke mich. Warum bekommst du eigentlich keinen Rum? Ei, Buß, der alte Saufkopf, rückt nichts raus. Hat irgendwas von Problemen gefaselt. Aber sowas will ich nicht hören. Eins sage ich dir, ohne einen ordentlichen Vorrat werde ich nicht ablegen. Okay. Worauf trinken wir? Neue Quest, der Rum muss mit. Werde Pirat. Der Rum muss mit. Stahlbadschiff wird nicht mit Rum beladen, das ist eine Chance, ihn zu beeindrucken. Und O'Briens Schatzkarte. O'Brien hat einen Schatz auf Takarigua vergraben, ich brauche die Karte. O'Brien ist bereit, um die Karte zu saufen, wenn der Einsatz steht. Und allzeit ein Schnellschiff. Darauf trinke ich. Genau, ich auch. Gehen wir als erstes mal wieder zu O'Brien. Mal sehen. Die letzte Aufnahme ist ja schon ein bisschen her. Da habe ich nämlich in der Zeit habe ich vergessen, was sein Einsatz war. Als Einsatz für deine Karte gebe ich dir 500 Goldstücke. Denk drüber nach. Habe ich überhaupt gerade so viel? 720, okay. Aber bevor ich das mache, speichere ich. Als Einsatz für deine Karte gebe ich dir 500 Goldstücke. 500 Goldstücke. Ich muss verrückt sein, dass ich mich darauf einlasse. Oder sehr siegessicher. Ich bin beides. Und dazu noch ein verdammt guter Säufer. Gut, bring den Schmerztöter mit, dann kann's losgehen. Lass uns saufen. Saufen wir um die Karte. Besorg dir erst einen Schmerztöter. Was ist ein Schmerztöter? Das ist jetzt die Frage.
Schmerztöter. Schmerztöter? Was ist ein Schmerztöter? Das ist jetzt die Frage. Ich würde sagen, das war's dann auch für diese Aufnahme. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ja, wir sehen uns. Nicht vergessen, Like, kommentiert, abonniert. Wieder grüßt der Teilenfahrer und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Risen 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Aufnahme haben wir erfahren, dass Mix sich mit Mara verbindet hat. Tja, wir haben ihn dann getötet und einen Versunkenen, der bei ihm war. Kann man halt nichts machen, wenn man zum Bösen übergelaufen ist. Zack, tot. Kurzer Prozess. Und heute in dieser Aufnahme habe ich mir das Ziel gesetzt, Captain Stahlbart von meiner Seetauglichkeit zu beweisen, damit wir endlich losschippern können, um die Waffe gegen Mara zu finden. Auf jeden Fall habe ich jetzt noch ein paar Missionen. Und zwar kann ich hier bei Boos jetzt noch eine Mission machen. Du brauchst also Zucker. Du brauchst also Zucker? Tja, der alte Jack kümmert sich normalerweise drum. An der Südküste der Insel, am Rand des Dschungels, steht ein Schmugglerturm. Wenn du was herausfinden willst, suche den Turm und sprich mit Jack. Okay. Neue Quest, die Zuckerlieferung. Schauen wir uns gleich mal an. Das wäre der Pirat. Darum muss mit. Hier, die Zuckerlieferung. Der Zucker wird zu Jacks Schmugglerturm gebracht. Jack sollte wissen, was mit der Lieferung ist. Auf der Karte markieren. Und schauen. Da unten ist der Schmugglerturm. Okay. Dann muss ich also hier durchs Haupttor, hier rum und dann da runter. Alles klar. Wollen wir uns mal auf dem Weg machen, aber davor mache ich noch kurz etwas. Denn ich muss mir meine Sauffestigkeit beweisen bei O'Brien. Und... lass uns saufen! Deswegen mache ich jetzt mal hier kurz... naja, wie soll man sagen? Übungssaufen. Also saufen wir einfach so. Saufen wir einfach so. Setzen wir uns! Okay, wir müssen jetzt einfach dann... die Flasche nehmen. Los geht's. Scheiße. Boah, verdammt. Ach du heilige Scheiße. Boah. Ah, verdammt. Holy shit. Ich krieg die Maus nicht runter. Mehr Glück beim nächsten Mal. Scheiße. Verloren. Schade. Das Saufen hab ich gewonnen. Okay, dann wollen wir noch mal eins machen. Lass uns saufen. Weil ich muss ein bisschen saufen üben. Wir einfach so. Denn ich muss ihn ja unter den Tisch saufen. Deswegen einfach. Los geht's. Scheiße. Komm, stell die Flasche hin. Nein. Die Flasche her. Scheiße. Ich treff einfach nicht. So, das Saufen hab ich gewonnen. Ja, leider. Alle guten Dinge sind drei. Lass uns saufen. Saufen wir einfach so. Setzen wir uns. Das gibt's doch nicht. Los geht's. Nein. Komm schon. Vor allem, dass es dann immer so weit wegstellen müssen. Okay, gut. Das Saufen hab ich gewonnen. Ich mach's jetzt nicht weiter, ich krieg sonst noch Kaffee. Stattdessen gehen wir jetzt der Mission nach. Die Zuckerlieferung. Dafür muss ich jetzt oben am Tor raus. So. Und das Tor. Ich muss da hoch. Boah, es ist neblig. Foggy ist das. Richtig foggy. Auf zu Jack. Mal sehen, ob er weiß, was
mit der Zuckerlieferung los ist. Zu Jack Sparrow gehen wir jetzt. Erstmal durch das Tor, wo Colby gerade wacht. Hier die schönen Samen, die hier rumfliegen. So, weiter geht's. Durch die Unterführung. So. Die Frage.